Da ist gerade eine Dame vorbeigefahren, die hat ihren Käse verloren. Das heißt, wir haben eine kleine Faux-Cue hier. Ja, ich finde es erstmal klasse, dass diese Kundgebungen hier so spontan zustande gekommen sind. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man die mediale Verzerrung der Wirklichkeit hier mal anspricht und thematisiert. Und ich glaube, die wichtigsten Punkte sind hier auch schon gefallen. Es wurde unter anderem genannt, dass es gestern in Spanien zu Protesten kam, an denen weit über mehrere 10.000 Leute teilgenommen haben und die ARD von 3.000 berichtet hat. Ich finde das ein wichtiger Punkt. Ich finde aber, dass wir das in breiteren Kontext stellen sollten. Und dazu haben wir auch am Samstag die Umverteilungsproteste, die in sämtlichen Städten in Deutschland stattfinden werden. Ich hoffe, dass wir da alle zahlreich und meinungsstark auf der Straße sind. Konkret zu dem Anlass von gestern, die Bilder haben gezeigt, dass die spanische Polizei enorm repressiv gegen die Protestierenden dort vorgegangen ist. Ich finde, das ist mein Punkt, den ich machen will, dass es bei diesen Krisenprotesten mehrfach jetzt, dass sich mehrfach gezeigt hat, dass es zu einer vehementen Unterdrückung der Meinungsfreiheit kommt, dass die demokratischen Grundsätze, die Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel stehen. Meine Idee, ich komme von Attac, war in diesem Kontext jetzt eine spontane Kundgebung vor der spanischen Botschaft morgen zu machen, um gegen diese Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Repressalien, die in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern vonstatten gehen, zu demonstrieren. Deswegen mein Aufruf und meine Bitte und auch meine Frage an euch, ob ihr spontan Lust hättet, sowas mit zu initiieren. Wir würden dafür uns stark machen, dass wir morgen vor der spanischen Botschaft ein paar hundert Leute zusammenkriegen, die einerseits gegen die Vorfälle jetzt in Spanien protestieren, aber auch gegenüber all dem, was in den letzten Monaten und Jahren im Rahmen der Krisenproteste passiert ist. Wir hatten Blockupy diesen Mai, wo die Polizei sämtliche Proteste, Demonstrationen, Kundgebung untersagt hat. Wir haben eine ständige Polizeigewalt, die immer expressivere Ausmaße annimmt, und ich denke, dass wir dagegen ein Zeichen setzen sollten und morgen nach Möglichkeit uns vor der spanischen Botschaft, ich sage jetzt mal 16 Uhr, versammeln sollten.